Ja, wir müssen einmal Customs gehen auf die komischen Kultisten. Oh, es ist gerade nicht Nacht. Ja, Factory. Ich guck gerade. Shoreline, Woods, Customs. Factory. Ja, wir können einfach Factory Nacht rein. Wir sind da. Was war nochmal der Grund? Er wollte irgendwas flexen oder so, ne? Ja, irgendwie sowas, so. Da. Ist ja allgemein nichts. Da. Sorry. Alles gut. Ist der tot? Wie, was tot? Ja, die Lampe habe ich gekillt, ja. So, ja. Was ist unten lang hier? Kultisten spawnen normalerweise da, wo diese Box ist. Die große. Scheiße, was war das? Ich habe gerade einen Kultisten gekillt. Ein Spieler, Level 65, Alter. Easy. Alter, ich sehe gar nichts, wenn du damit verlöschst. Aber der hatte eine KS-Shotgun, das hilft mir ja mal überhaupt nicht. Alter, hab ich mich erschrocken. Oh, sein Rucksack ist verbuggt. Jetzt kriege ich die Sachen, die ich reingemacht habe, nicht raus. Ich glaube, die würde ich nicht pieken, Alter. Das sind... Ja, ja, aber die Spieler werden dicke Sachen haben. Ey, der ist komplett verbuggt. Ich kann nichts looten von dem. Aber ich habe das Maggots reingemacht. Ja, okay. Wo sind denn die Kultisten? Oh, der hat mich gepusht. Bin tot. Hab ihn. Oh, da ist noch einer, oder? Nee. Ist einfach seine Lampe. Ich sehe gar nichts. PP. Alter! Siehst du, was der hat? Ja. Oh, Tagela haben die auch gekillt. Ich würde die AK gerne noch reinmachen, so. Scheiß drauf. Ja, den Rest kriege ich nicht rein. Zumindest nicht, wenn es so verbuggt ist. Wie viele EP hast du geschafft seit gestern? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo wir gestern standen. So. Dann geh ich mal raus. Aber ob die Kultisten gekillt haben? Bestimmt. Müssen die. No way! Der hatte gerade einen Kultist. Da war ein Kultist und ich habe keine Ammo mehr. Ich glaube, ich bin vergiftet, yeah. Und wie schnell stirbst du an dem Gift? Übel schnell. What the fuck? Ich muss raus. Das Gift wird mich killen. Schade. Oh, ich hätte den gern gekillt, aber die M4 einfach plötzlich so, nah. Mann, in der MK war's. Ah, oh, wie unlucky, den hätte ich gehabt. Ah. Oh. Das kostet mir jetzt 60.000, mich zu heilen, ne? Alter. Jetzt ist halt die Frage, weißt du? Ich glaube, Night Vision ist echt nicht die beste Lösung. Nee. Ich glaube halt echt, du bist besser dran, wenn du einfach eine Lampe mitnimmst. Sag ich ja. Na ja, machen wir das. Aber Kultisten wären halt super geil für die EP, ne? Mhm.
Wenn wir ein paar von denen killen könnten. Das wäre halt schon echt gut. Na dann, dein Rucksack. Oh, gracias. Einer hinter Mad-Tent. Sehe nicht. Aha. Einer ist dead. Das ist ein Spieler? Glaub ja. Der liegt da an dem an der Wand. Wenn es dir liegt, guck mal, dass du die Lampe immer ausschaltest, wenn es nicht nötig ist. Okay. Ich glaube, irgendwas geballert da hinten. Ich glaube, Tagilla ist da. Naja, wobei die Tür ist zu. Ne? Ich weiß nicht, gegen irgendwas hat der gefightet. Ah, Tagilla. Geht mit mir. Das ist ein Kultist, das ist ein Kultist. Der war auf einmal da? Einfach so. Da kommt was angerannt. Meine lebt, glaube ich, noch. Hast du ihn? Der andere ist tot, ja. Warte. Ich glaube, es sind beide tot. Yep. Easy! Level 54. Der war dick, Alter. Jo, der hier auch, 47. Was schießt du? Er ist tot. Alles gut. Alles klar. Den noch kurz angrabbeln für die EP. Den angrabbeln. Auch Night Vision. Aber das Raid kriege ich unmöglich rein. Oh, wow. Wie das plötzlich anders klingt mit, weil ich so schwer bin. Hast du den Kontisten schon gelootet? Was hat er denn? Ja, der hatte eine Silence irgendwas und ne. Und ne ne. Ja, Wortebuche. Ich weiß nicht, was du meinst, warte. In seinem Rucksack hatte er eine Silent Echo 105 drin. Aha, die. Aha, nö. Ist echt mit Luca rein. Mutiger Typ. Na, komm mal raus. Oder, warte, da hab ich Tagilla? Ich guck noch Tagilla durch. Das Event lohnt sich für mich. Oh, yes. Ja, gut. Frage ist, wie lange, ne? Das kann halt jeder in jedem Moment drehen und dann kriegen wir nur noch aufs Maul. Ja. Der hat L1-Stims. Noch. Ich will nichts wegschmeißen, Alter. Ich will mich vor gar nichts trennen. Ich bin so voll gestopft, Mann. Ich auch. Ich bin aber bis zum Anschlag voll. Wie schwer bin ich? 60 Kilo. Alles Raider? Nein, das war Kultisten und Spieler. Merkstopfen, ja, hörst du nicht, ne? Wenn jemand Merkstopft. Das hat sich gelohnt, der, holy shit. Mhm. Boah, aber 7000 EP für die paar Kills. Oh, ich hab Tagilla auch noch gekillt. Ich hab die beide gekillt. Ich hab durch den Spieler hindurch Tagilla gekillt. Nice. Wie geil ist das denn? Nice. Thanks for nothing. Danke für 3 Monate Prime. Dankeschön. Ding. Also ich finde die Taschenlampe so viel besser auf Factory als die Splitter Night Vision. Ja, es kommt darauf an. Das Ding ist halt, wenn du Taschenlampe spielst, du musst es halt balancen, ne? Du musst halt wirklich, wenn Spieler kommen, musst du das Ding ausmachen. Sonst sieht jeder Dulli, dass du da bist. Oh, da kommt Kultisten. Ah, der will mich, Buko! Hab ihn. Aber noch einer. Waren zwei.
Ey, sind die schnell. Vor allem, weil die keinen Sound machen, habe ich übelst Mühe, den zu sehen. Hä? Hab zwei. Ich bin im Untergrund. Bist du das? Ich bin im Untergrund. Ich hab ihn, hab ihn. Drei tot bei mir. Bei dir ist noch ein Spieler, ne? Mir geht's nicht gut, ich muss kurz zurückziehen. Ja, ich bin auch nicht so ganz fit. Kannst du irgendwie Gate 1 kommen, da beim Spawn? Soll ich mich mal richtig hinsetzen hier? Kommst du zu mir? Ja, ich bin gerade am gelben Bagger. Metall? Ja. Ich bin unten in der Ecke. Mach kurz eine Voiceline. Son of a... Du gehört? Nein, okay. Ich hab's nicht gehört, ne? Hast du auch eine gemacht? Ja. Dann hab ich dich gehört, warte, ich komme. Moin. Ach, Alter. Vielleicht hätte ich das Event wirklich mit einem normalen Account spielen sollen. Könnte ich jetzt einfach ein Survival-Kit ziehen und mich gemütlich heilen, so, weißt du? Weißt du, wo der war? Der müsste geradeaus hinter gewesen sein. Jetzt irgendwo bei den Containern, glaube ich. Jetzt gehen wir doch unten lang wieder zum Mad-Tent und arbeiten uns von da raus. Weil ich habe drei richtig juicy Dudes, die ich gerne hätte. Aua. Ja, der ist da noch. Achtung. Renn aber weiter. Ich halte. Ja. Renn, Buko. Achso. Sorry. Dude, hätte der jetzt gepiekt, was ich tun sollen? Aber es ist nur noch einer. Ein Spieler noch und ein Kultist irgendwo. Du warst noch nicht duscht, Alter. Jazz, los. Abfahrt. Wo bist du? Ich bin die Rabbits. Ich bin Oh, mich kommt mir gerade ein Kultisten an. Vielleicht hat der ja was, was mir hilft. Aber dahinter war noch einer in den blauen Tanks. Der hat geröchelt wie die Sau auf jeden Fall. Ja, ich weiß, irgendwo ist noch ein Kultist. Ich weiß aber nicht wo. Aber ich glaube, das war ein Spieler, oder war. Boah, kann gut sein, ne? Ich guck mir das mal an. So. Nee, also der Spieler wissen wir, wo der ist. Er ist Office, der hat auf dich geschossen. Na. Aber kannst du die Taschenlampe ausmachen, weil wir nicht im Fight sind? Weil du sagst ihm halt, wo. Braucht dich Kultist vor uns? Hab einen. Bist du im Untergrund? Nee. Der ist gerade in den Untergrund gerannt, der eine Kultist. Aber der ist richtig low, der hat geröchelt und alles. Und er hat schlechte Armor, der hat irgendwas, was Flash Damage hat. Hier unten liegt eine Leiche im Untergrund. Scheiße. Hier unten liegt eine Leiche. Verblutet? Ich hab mein Heal aufgebraucht. Komm mal runter. Na komm runter. Das ist er. Ein Pipi. Der ist uns doch jetzt die ganze Zeit auf den Sack gegangen. Dann ist gar kein Spieler mehr. Das war ein Kultist. Ach so, okay. Da können wir jetzt die drei dicken Boys looten. Boah, Also ich hoffe, dass kein Spieler mehr da ist. Aim, sagt er. Easy, gucken wir mal. Was wir da gekillt haben. Jetzt hab ich Leiche Nummer 1. MP7, Level 42. Und natürlich ein Trooper Backpack, weil so ein Amateur auf das Bergroot, das ist, benutzt doch keiner. Ist noch ein Kult? Oh, da ist ein Bergroot, den nehme ich mit. Das finde ich gut. Das und dir? Noch ein Kultist, eine Vector, ne. Obwohl, den Schalli will ich gleich haben. Vector! Ne, hab ich mit.
Okay, der war Level 17. Aber halt, ich nehme mal an, ja, gute Muni. Das ist für einen Hardcore-Account halt schon richtig geil. Mhm. Weißt du was? Ich heb die Waffe einfach kurz auf für die EP. Und nochmal eine MP7. Du rennst hier rum, ne? Ja, wo, ich such dich gerade, weil ich finde dich gerade. Ich lieg auf dem Boden Richtung Bunker. Mach grad Tetris. Ah, da, okay. Hab dich gewundert, okay, passt, alles gut. Ich muss halt sagen, jetzt war halt das Night Vision schon geil. Mhm. Sag mal, ohne Night Vision hätte ich den Fight wahrscheinlich verloren. Na easy, machen wir raus. Haben die noch irgendwas für mich, was ich... Ich glaube eher nicht. Außer Night Vision und sowas. Nimm, was du killen kannst. Ich bin, Alter, ich bin 70 Kilo. Muss ich gerade noch mal ein Rühl-Video anschauen. André, danke für 8 Monate, Mann. Danke für den Support und auch für dich. Nein. Ich habe was richtig Cooles vorbereitet, by the way, für in Zukunft für Subs und so. Seid gespannt. Dude, ich schaff's nicht mal zum Exit. Ich schieb dich. Los! Los, du dickes Ding, lauf! Lauf! Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich die 3 hole. Aber wieso nur 3000 EP, aber ich keinen Kultist gekillt habe, ich hab nur die Spiele. Ja, weil du die Kultisten gekillt hast. Weil ich weiß noch früher, wenn ich Factory aufgeräumt habe mit vielleicht 15 Kills, habe ich 10.000, 12.000 EP gemacht. Mittlerweile mit der gleichen Menge machst du vielleicht 6.000. So die Hälfte. Da kommst du, du kannst nicht mehr leveln so. Kommst einfach nicht vom Fleck. Ich geh mal kurz ins Klo. Hm. Aber das eventuell für gut PvP sorgen. Aber da werden ein paar Leute happy sein. Jetzt für einen Hardcore-Count ist es ein bisschen heavy. Aber sonst ist das Event cool. Ja, ich habe nicht mehr genug Ammo. Die nächste Ammo, die ich hätte, wäre M855. Das hat so ein Schmarren, ne? Ja, was willst du machen? Die Ammo ist so Schrott. Mach's wie ich, gebe eine Pumpe rein. Na. In der Pumpe hätte ich den Fight gerade nicht gewonnen gegen die drei. Okay. Ich mach das jetzt so richtig, richtig maximal so optimiert. Jede Kugel wird benutzt. Ist auch gut, wenn sie dann am Screen sehen, tot durch M855. So maximal triggert. Eine frische Brise. Ja, auf zum Mettent würde ich sagen, ne? Jojo. Oh, grüner Laser. Gut. Da kommen, glaube ich, 2. Ja, war ein Spieler. Ich sehe da halt leider gar nichts. Das ist so hell. Das ist so verflucht hell da drin. Aber da sind welche beim Tent. Okay. Aber ist gut zu wissen, weil der Junge hier, der ist in der Ecke gespawnt. Und wenn der raus ist, der Dopper, dann ist der Bereich schon mal weg. Der hat eine Corround. Hast du was Besseres an? Nee, ich habe wahrscheinlich. Nimm seine. Ich muss kurz Licht machen, sorry. Ja, kein Ding. Okay. Alter, was hat denn der für ein gutes. Oh, der hat das richtig teure Night Vision. Alter, ist das gut. Jetzt hat er es nicht mehr.
Alter, ist das ein gutes Night Vision. Das war ein normaler Scared. Ich hab direkt den Feld gekriegt. What? Wo sind denn die anderen Spieler? Ich höre so nichts. Und mal Richtung Mad Tent, der kam ja von da, ne? Ja. Er kam vom Mad Tent, oder? Ja. Der Skeff, ja. Der Skeff. Weil es unwahrscheinlich, dass da Spieler sind. Boah, ich seh. Ey, Midnight Vision ist zu hell und ist zu dunkel. Ja, hier geht's. Das kann man nicht kaputt schießen, scheiße. Nee, ich sehe gar nichts ohne. Ja, hier ist eine dicke Lampe oben, hier siehst du doch was. Eben, ja. Ja, dort, das ist ein Ort, sehe ich was. Oh, oh. Da geht lang. Ja, lass erst die Scavs und so killen. Gabby, du. Ich bin ganz hinten, du hast mich gerade gesehen. Der Killer ist unten. Ja, der ist runtergerannt, weil ich hab einen Overlock schon so. Ich sehe da leider gar nichts, ist zu hell. Also der Killer müssten wir mit einer Nade wieder hochholen. Ich bin leider diesmal keinen dabei. Ich weiß, glaube ich, ein Nate. Der ist tot. Nice. Kennst du? Ja, ja, ja. Okay. Ich kann mir nur kurz die Search XP, dann kannst du den haben. Ja, alles gut, mach das fast. Ja, gibt zwar auch nix, ne? Rüstung und Helm und so gibt viel EP, also. Hm. Ja, Boss haben auch 100%, ja. Ey, damn. Ah, guck mal, doch noch ein Spieler. So, ich weiß, der einen Kultist getroffen hat? Hab mich da, wo die Kultisten sind. Ein GP. Ach, ich kann die Magazine mitnehmen. Schade eigentlich. Hallo? Ich mag's nicht, wie hell das ist. Ich wurde gerade geschossen. Ah, nee, das war wahrscheinlich ich, weil ich hab eine Lampe, du bist genau über der Lampe. Bei mir ist was? Jupp. Du bist unten, ne? Ja. Yep. Ich glaube, ich habe einen tot und es sind zwei. Brennen die unter, okay. Here they come. Ist tot. Leuchtest du auf mich? Was leuchtet hier so auf mich? Das ist die Schattenlampe. Ah, das ist die scheiß Lampe von dem Toten. Ja. Ist ja gar nichts mit dem. Alter, überall sind Lampen! Oh, der hat einen MP, Stuttgart, der hat einen Spieler gekillt. Der Mann hat einen Spieler umgelischt. Easy. So, Kiki und Crew, herzlich willkommen. Danke für den Raid. I believe. Hast du auch Ultis gejagt, oder? Was habt ihr getrieben, ey? Ja gut, also... Weißt du noch, ganz am Anfang haben wir doch so Shotgun-Schüsse gehört. Ja. Yeah. Der Spieler ist tot. Der hier hat seine Shotgun. Ja, ich hab die mit, ich hab die, Achso, ich hab die Killer, ne, ich hab die also ich hab die dabei, also der ist garantiert dead. Easy. Also die Frage, wollen wir wieder raus? Weil wir haben zwei Spieler bestätigt tot, ja. Ein Kultist, weiß ich, wo die anderen sind. Macht ihr? Wir spielen das neue Event. 100% Kultisten bei Nacht.
Und Tagella ist auch immer 100%. Die Mission besagt eigentlich, dass du davon 30 killen musst, ohne dabei einen Skev zu killen dazwischen, aber auf die Mission pfeife ich relativ hart. Aber es ist eine gute Möglichkeit, auf dem Hardcore-Count da ein geiles Gear zu kommen und EP zu machen. Also, ich muss auch Level 42 werden, ne? Hey, Hans, noch guck mal her. Amal! Mein Extraction hat restartet. 4000 Punkte hat er bei Meckes, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut läuft auf dem Hardcore-Count, wenn wir da gegen Level 60er und so auf Factory rumdübeln. Ich habe eigentlich gedacht, wir kriegen gottlos auf die Schnauze. Also ich habe auch Level 67 weggedübelt, also läuft also doch. Eben, ja, aber so Level 70er war, glaube ich, das Höchste, was wir und vor allem in der hier gesehen haben. Der kotzt, Alter. Aber Alter, Level 70, weißt du, das ist schon crazy. Keine Ahnung, wie lange man zocken muss, Tarkov, damit man Level 70 erreicht. Lange wahrscheinlich. Ich meine, du siehst ja, wie ich gerade struggle, um Level 42 zu werden. Alter, das Event ist einfach geil für Gear, ey. Ich krieg so viel Gear wie sonst einfach nie. Wenn ich einen gut genährten Bauch. Wollen wir direkt Tent gehen? Ja. Oh, ich hab eine Waffe. Oh. Steps. Da war einer schon dead. Du bist tot. Alter. Komm. Entschuldigung. Ja, das sind dicke Boys, alt den Helm. Links ist einer gerannt. Oh mein Gott, ich komme nicht hoch. Unten ist einer, müsste low sein. Jo, wo bist du? Unten, beim Silo. Einer dead. Wo bist du auch einer? Bei der Skybrücke. Ne, unten. Ist in das Office reingerannt. Ich brauch sein Stuff ganz kurz, ich hab keine Ahnung mehr. Okay, bin wieder ready, hab einen M4. Jo. Zwei sind tot von denen, einer lebt noch. Okay. Komm mal runter. Einer war, du meinst, einer ist bei der Skybrücke. Einer war unten. Oh mein Gott! Wo war der? Kultist. Bist du gerade im Silo? Ja, ich bin tot. Ich bin im Silo. Wo war der? Du hast mich auch gerade weggedübelt, glaube ich. Nein, wo war der? Keine Ahnung. Mhm, danke. Aber nicht ich hab dich gekillt, das waren erst vor dir. Ja, es war ein Kultist. Oh. Ah, das hat scheiße, weil die machen keinen Sound, ne? Mhm. Jupp. Na, ich seh ihn. Boah. So crazy, die schießen auf dich? Und dann Magic sind sie weg. Guck mal, der war hinter mir, der war bei Gate 1. gut ist denn, aber heavy, man. Naja, aber gute Runde. Ja, aber cooles Event. Hm? Bringt auf jeden Fall viel PvP auf Factory und vor allem cooles. Wenn ihr in der Zwischenzeit mehr sehen wollt, ihr wisst Bescheid. Link zum Highlight-Channel in der Beschreibung.
Und falls noch nicht, unterstützt das Ganze doch gerne mit einem Daumen nach oben, abonnieren für mehr und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.